Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal Patapon in einer Remastered-Version auf der PS4. Es sei angemerkt, ich werde dieses Video nicht rendern. Ich werde kein Intro, Outro, sonst irgendwas machen. Ich lade reines Gameplay-Material hoch, so wie ich es jetzt hier aufnehme, in einer hohen Qualität, also einer hohen Bitrate, damit ihr so nah wie möglich an meinem Erlebnis dran seid. HDR hat es nicht. Ich überprüfe mal. Nee, mein Bildschirm sagt nein. Natürlich gibt mir die PS4 jetzt 4K aus in einer hochgerenderten Version. PS4 kann kein natives 4K, wisst ihr alle. Aber einstellen hier. Nee, Kopfhörer. Oder na, das mal automatisch. Level. Und so nehme ich es halt auf. So. Speichern. Speichern beendet. Sprache brauchen wir nicht. Fortfahren können wir nicht. So, neues Spiel. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe es damals auch mal gespielt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was ist mit dem Patapons passiert? Kann man gespeicherte übertragen? Nee, ich habe keine gespeicherten, sagt der Name. Ja. Rückkehr von Odin, ja. Okay. Mausi liegt hier im Kratzbaum und schnarcht. Ich wundere mich, was die ganze Zeit hier ist. Ich habe mir auch Wasser hergestellt. Okay, das ist auf Viereck.
Zuerst musst du üben. Achso, 1, 2, 3. Das mache ich nicht, das Spiel. So, jetzt bin ich dran. Patapong, patapatapong, patapatapong. Ach, Rhythmus. Patapatapong, patapatapong, patapatapong. Schafft endlich. Aber jetzt war ich nicht im Rhythmus. Nochmal den Modus. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu bescheuert, hier im Rhythmus zu machen. Gott sei Dank sieht meine Frau nicht. Die sagt immer, ich habe keinen Rhythmus. Jetzt bin ich auch fast richtig. Immer noch nicht. Also die ersten beiden kriege ich hin im Rhythmus und die anderen halt nicht. Oh komm, ich will nicht schon wieder. Ich weiß doch, wie es geht. Wollte mich freuen.
Ich bin zu blöd dafür, Leute. Ich bin einfach zu blöd, das im Rhythmus zu machen. Das muss später kommen. Ich krieg's nicht hin. Patta 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 pum. Ey, ich komm nicht mal raus aus dem Ding. Ich starte mal nochmal neu in der Hoffnung, dass ich das scheiß Tutorial irgendwie überspringen kann. Sonst wird es ganz schön kurz angezockt. Ich verkacke diesen Rhythmus. Ich habe kein Rhythmusgefühl. Also auf den Tisch kann. Hier auf dem Tisch kann nichts. Aber ich krieg's mit den Tasten nicht hin. Fortfahren. Keine Daten gespeichert. Machen nochmal neu. Man kann auch die Videosequenzen hier nicht überspringen oder so. Ich habe auch nicht die Möglichkeit. Und kommt auch immer wieder dieser scheiß Demo-Modus, dass man nicht sagen kann, hier pass mal auf, Demo-Modus brauche ich nicht. Lass mich einfach üben, bis ich es geschafft habe oder so. Das geht auch nicht, weil nach ein paar Fehlversuchen kommt Demo-Modus. Da würde ich mir eine Taste wünschen, Demo-Modus ausschalten. Oder halt nur Demo angucken, wenn ich sage, hier, ich drücke jetzt, was weiß ich, Taste.
Achso, geht gar nicht mehr Buchstaben. Ach, ein Glück. Auch das kann ich nicht überspringen. Pong, pong, pong. Geht auf Kreis, pong. Also für euch, die Rhythmusgefühl haben, ist das bestimmt ganz einfach. Für mich ohne Rhythmusgefühl schwierig. Trommeln, ja. Jetzt kommt er wieder mit einem Allmächtigen und dann kriegt das nächste. Oh, und später sind es ja dann noch, also denke ich mal, vier Knöpfe, wo der vier Rhythmus machen muss. So, das Spielprinzip finde ich gar nicht mal so schlecht. Nur für Rhythmus-Legastheniker wie mich ist das halt schwierig. Und dass man ja die Quatsche nicht abbrechen kann, das nervt mich gerade so ein bisschen. Achso, das war nur Demo. Scheiße. Ich habe gedacht, jetzt habe ich es. Nee. Jetzt ist Demo. Patapons gehen 4. Ich muss mir das mal wieder durchlesen hier. Schon wieder? Also es sind bestimmt seine Patapons 4 Schläge richtig. Ich krieg's nicht hin. Ich soll es mit dem Rhythmus machen. Ich achte schon jetzt auf die Hintergrundmelodie. Okay, nochmal.
habe ich nur einmal gemacht und trotzdem komme ich gleich wieder in den Demo-Modus. Kommen wir nochmal. Ich bin zu blöd dafür. Ja, ich soll es erneut schlagen, sobald er sich steht, aber ich krieg's ja nicht mal hin, dass er sich überhaupt bewegt. Einmal gemacht. Das war jetzt richtig und weil ich zu spät wieder gemacht habe oder was? Ich gehe nicht durch. Ich bin zu blöd dafür, Leute. Ich krieg das nie gebacken. Ja, sobald er anhält, soll ich die Trommel wieder schlagen. Bei mir läuft ja nicht mal das eine Stück. Patapong, patapatapong, patapatapong, patapatapong. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's beim besten Willen nicht gebacken, Leute. Ich versuch's jetzt noch einmal und dann gebe ich auf. Dann lass ich meine Tochter da mal ran. Mal gucken, ob die das hinkriegt. Die spielt Gitarre, die hat Rhythmus. Die kriegt das bestimmt hin. Ich krieg's nicht hin. Ich mach's so gut wie ich kann, aber ich krieg's nicht hin. Ich war jetzt der Meinung, ich war im Rhythmus. Ich geb's auf. Für Rhythmus-Legastheniker wie mich ist das überhaupt nichts. Prinzip vom Spiel ist so an sich recht cool. Aber wenn man echt keinen Rhythmus hat, dann ist es kacke. Ich würde immer versuch's noch. Einmal noch und dann ist Schluss. Wieso hört es jetzt vorzeitig auf?
Der hat sich doch nicht bewegt. Ich habe doch sonst mehr Versuche. Ach Gott. Ich geb's auf. Ich lasse nachher meine Tochter ran. Die hat bestimmt Rhythmus. Ja, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, aber wie gesagt, die Machart finde ich gar nicht mal so schlecht und auch die Grafik ist süß gemacht und so, aber wenn man keinen Rhythmus hat wie ich jetzt, ich versuch's nochmal. Ich krieg nicht hin. Also für Rhythmus-Legastheniker absolut ungeeignet. Ich scheitere schon am Anfang. Das kann ich keinem erzählen, ey. So wenig Rhythmus, ey. Ich krieg's nicht hin. Gut, ich hoffe, hat euch gefallen. Auch wenn wir jetzt am Anfang noch feststecken. Aber ich schaffe es nicht, weiterzukommen. Vielleicht schafft es meine Tochter. Dann kann ich es euch nochmal später zeigen, wie es dann weitergeht. Wo ich garantiert auch nicht weiterkommen werde, weil dann kommen garantiert noch die anderen Tasten dazu. Weil jetzt haben wir wirklich nur Viereck, Viereck, Kreis. Viereck, 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 Kreis. Viereck, 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 Kreis. Das war doch aber... Das war doch jetzt... Ich habe nur einen Versuch gehabt. Ist doch scheiße. So. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Obwohl ich hier total abgelost und total verkackt habe. Vielleicht wird es beim nächsten Spiel besser. Wir sehen uns. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.